Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Old Streams, unsere kleine Mini-Story. Es ist ein neuer Tag. Es ist ein neuer Tag. Und wie ihr seht, es ist nicht so viel passiert. Am Hof steht immer noch alles ziemlich so, wie es letztes Mal auch stand. Abgesehen davon, dass wir jetzt im Moment im John Deere sitzen natürlich. Ich bin schon mit drin in der Fütterung und ich würde mal sagen, ich nehme euch jetzt noch zur Schweinefütterung mit. Ne? Da kippen wir jetzt noch schöne Schaufeln rein. Und dann, so, na, komm. Warum geht das jetzt nicht? Ah, weil ich die falsche Taste, falsche Taste gedrückt habe. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Schaufel anhängen. Und dann muss ich mal gucken, was aus unserer Silage geworden ist. Ich wollte die eigentlich gestern erst nochmal wenden, aber es war alles noch so nass. Und entsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich das einfach liegen lasse und abtrocknen lasse und dann gucke, innerhalb von einem Tag wird das ja nicht faulen und schimmeln. Und wenn das dann oben schön abtrocknet und unten noch ein bisschen feucht ist, haben wir nachher ja trotzdem eine durchfeuchtete Silage, von wo das dann okay ist, denke ich mal. Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. So, warum? Kommt hier kein... Okay. Muss ich nicht verstehen, aber okay. Ja, wie gesagt. So schaut's aus. Und wir werden nachher tatsächlich einfach den Schwader anhängen. Und werden schwaden. Das ist so der Plan. Wir machen einfach Schwaden draus. Wir packen das Ganze in Silageballen rein. Und gut ist, beziehungsweise wir packen das nicht in Silageballen rein, sondern ein Lohnunternehmer packt das Ganze in Silageballen rein. Da muss ich auch noch schauen, dass das Ganze gut von über die Bühne geht. Ich habe gestern ein Lohnunternehmen angerufen. Wir haben also eins bestellt für heute. Die kommen auch vorbei. Die haben eine Presswickelkombi. Die machen da gleich Ballen draus und wickeln das direkt ein. Das scheint soweit zu funktionieren. Hoffe ich einfach mal, dass das dann auch klappt, dass sie wirklich kommen. Was habe ich denn dann gestern noch so gemacht mit der Zeit? Ich habe ja gestern dann noch ein bisschen Zeit gehabt und natürlich habe ich mich so ein bisschen an die Buchhaltung gemacht. Habe weiter versucht, Dokumente zu übersetzen, Dokumente zu verstehen, Dokumente überhaupt erst zu finden in dem Chaos. Und bin so über die ein oder andere Dinge gestolpert. Zum einen, etwas, das natürlich ein bisschen traurig ist, ein bisschen schade ist. Es ist so, dass mir gar nicht alle Felder gehören, wo ich dachte, dass mir gehören. Die Liste, die ich von den Notaren hatte, hatte tatsächlich auch Felder drauf gelistet, beziehungsweise Flächen drauf gelistet, die ich nur gepachtet habe. Die haben die Liste auch nicht aus dem Grundbuch, sondern die haben die Liste auch irgendwie hier aus von der Verwandtschaft direkt aus dem Anfang, oder ich weiß es nicht, wie genau die Liste zustande gekommen ist. Jedenfalls habe ich jetzt ein bisschen in den finanziellen Unterlagen quasi in der Buchführung oder zumindest dem, was davon übrig ist oder davon zu finden war, Pachtzahlung entdeckt, die auch als Pachtzahlung markiert ist, und die war für bestimmte Flussstücke, da war stand dabei, ne, für welches Flussstück das war, und wie heißt das noch gleich, im Verwendungszweck stand das Flussstück, und zuerst dachte ich, das ist ein Zufall, dass da dieselbe Nummer ist. Aber dann habe ich mehrere Pachtzahlungen entdeckt und bei allen standen die im Verwendungszweck die Nummern. Und die Nummern passen eben genau zu Feldern, die ich habe. Also kann es eigentlich kein Zufall sein. Das bedeutet, dass irgendwie die Liste, die wir bekommen haben, nicht eine Liste oder entweder eine falsche Liste war. Dass da eben nicht nur das Eigentum, sondern dass da mehrere Felder drauf waren. Oder aber, dass das ganz bewusst so war und ich das einfach nur falsch verstanden habe. Das könnte natürlich auch der Grund sein. Jedenfalls, so oder so, sei es wie es will, haben wir gar nicht, sind gar nicht alle Felder, die ich dachte, unser eigen, sind auch unser eigen. Was natürlich jetzt ein bisschen schade ist insofern, dass ich weniger Felder habe, als ich dachte. Aber es macht ja keinen großen Unterschied, weil die haben wir gepachtet. Es scheinen auch Langzeitpachtverträge zu sein, zumindest für zwei Felder habe ich einen Pachtvertrag gefunden in den Unterlagen. Und der scheint wirklich über jeweils 10 Jahre zu gehen, und wenn man ihn dann nicht kündigen will, um weitere 10 Jahre sich zu verlängern, also das ist relativ langfristig noch geregelt, sind auch ziemlich alte Verträge, und von daher denke ich oder hoffe ich mal, dass das in trockenen Tüchern ist für den Moment zumindest, und ich mich da jetzt nicht unbedingt heute oder morgen noch drum kümmern muss, weil ich habe auch noch so viel anderes zu tun. Entsprechend würde ich mal sagen, hängen wir jetzt den Schwader an. Und ich wäre fast versucht, dass wir den Frontlader abmontieren für die ganze Aktion. Weil ich mir nicht sicher bin, da die Wiesen sind ja doch teilweise ein bisschen uneben.
ob das so gut ist, wenn ich den Frontlader vorne dran habe. Also können wir das jetzt mal versuchen, wie gut der abzuhängen ist. Geht. Ich glaube nicht ganz so gut in diesem Schlepper. Aber wir werden das jetzt mal schauen. Immer um den Kreis herumlaufen, so. Okay. Ja gut, das ist jetzt... habt ihr es nicht gesehen? Ja, irgendwie... Ja gut, ne? Einmal mit Profis. Der Schlepper hat definitiv eine Kollision vorne für ein Gewicht, das aber nicht vorhanden ist im Moment und ja, dann trotzdem da ist. Aber die ist auch eine Offset, also ihr seht, das ist nicht mittig. Und die Hauptkollision von dem Flapper, wie ich das gerade sehe, ihr könnt es an der Haube sehen, ist auch nicht mittig. Ja gut, ne? Ach, Leute, so sind die Sachen halt. Kann man nichts machen. So, was ich jetzt mache, wie gesagt, ist den Schwarte anhängen und dann werden wir mit unserem schönen Schlepperchen hier schwarten gehen. Mit unserem kleinen 30 km/h Flapper. Auf die weite Wiese weg. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen Schwader. Das ist ein Wurmschwader. Ich habe noch nie so wirklich mit einem Wurmschwader gearbeitet. Wie das funktioniert und wie der hinterherläuft, das könnte auch sehr spannend werden. Aber das werden wir jetzt gleich mal rausfinden. So, sehr schön. Sehr schön. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Können wir das Ding jetzt hier anheben? Jawohl, okay. Okay, gut. So, dann. Robots bitte. Das ist auslegend, der geht aber arg weit raus. Kann ich den nicht. Muss ich den nicht noch. Okay. Gut. So. Jetzt sind wir, glaube ich, transportbereit. Dann versuchen wir mal heraus zu manövrieren. Könnte damit jetzt ja, ich weiß nicht, ob es besser ist, jetzt über die Feldwege ins Dorf zu fahren. Oder ob es besser ist. Was ist über die großen Straßen? Ich glaube, Feldwege sind mir lieber, auch wenn Feldwege ein bisschen uneben sind. Aber wir probieren das erstmal über die Feldwege. Ob das eine gute Idee war, wird sich gleich zeigen. Okay, der läuft schon ganz interessant hinterher eigentlich. Ja, im Grunde wie normale Anhänger, ein bisschen schaukeliger und wackeliger halt. Ich glaube, er hat natürlich ganz schön zu kämpfen hier. Um diesen sauschweren Schwader zu ziehen. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Zunächst müssen wir natürlich mal gucken, dass wir das Schwarttuch wieder in Position bringen. So, und jetzt weiß ich auch nicht, es gibt da theoretisch auch verschiedene Methoden, mit dem, wie man mit dem schwaden kann. Mal schauen, wenn wir das Gerät mal anmachen. Wie wir das jetzt hinbekommen, dass der Schwader so läuft, wie wir wollen, dass er läuft. Weil wir wollen ja eigentlich nicht, dass er so läuft. Das soll ja nicht als Eingreifenschwader laufen. Sondern... Ja, das jetzt hier... Okay, geht nicht. Jetzt aber. So, so wollen wir das vermutlich. So. Ja. Doch, so läuft das doch so, wie es sein soll. Da machen wir schöne dicke Schwaden tatsächlich. Ich hoffe mal, dass ich... dass er vom Lohner damit gut klarkommt. Bin mal sehr gespannt, wie wir hier an diesem V überhaupt arbeiten können mit so einem Schwader. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie dieses Gerät am besten eingesetzt wird auf so einer Wiese. Ich weiß auch nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn ich wirklich hier die zwei Breiten aneinander dran schwade. Eins weiß ich, dass der Sonne ziemlich wendig ist und dass der Schwader auch einen relativ wendigen Eindruck macht. Also vermute ich, dass ich hier einfach so rumfahren kann. Ich kann es zumindest mal probieren. Ja, doch, das scheint zu funktionieren. Dass wir so eine scharfe Kurve hier fahren. Das ist natürlich von Vorteil. Aber der Schwader fährt sich ziemlich cool. So an sich. Lass hier noch einen Gang hochschalten. Ja, das scheint relativ gar nicht so schlecht zu laufen. Das einzige Problem, was wir jetzt gleich haben werden, ist hier, wie wir die den Innenbereich von der Wiese dann ausschwaden. Weil wenn ich da jetzt so weiterhin im Kreis fahre, dann wird der Kreis sehr schnell so klein, dass ich nicht mehr um die Kurve komme.
Also muss ich hier irgendwie Bahnen fahren. Ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung das am meisten Sinn macht hier mit Bahnen. Optische Täuschung, dass es aussieht, als wäre hinterm Schwader gedüngt, oder? Ich glaube, das ist eine optische Täuschung. Das ist einfach ein interessantes Licht. Ich glaube, ich mache hier lange Bahnen, hier so rauf und runter. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie ich den aushebe, ob der hoch genug aushebt, ob wir hier schön drüber wenden können. Schauen wir mal, was hier passiert. Ja. Mit einem Kreis fahren. Der jetzt hier gleich den Schwad mitnimmt. Oder ne, der Eiche ist so hoch genug. Eigentlich müsste das gehen. Okay, sehr schön. So, dann fahren wir quasi hier dagegen. Wir können ja versuchen, dass wir hier vielleicht nicht die volle Breite mitnehmen, weil ich glaube, der Schwad wird schon relativ dick. So quasi hier vom zweiten Kreis nur die Hälfte in etwa mitnehmen. Dass der Schwad nicht ganz so massiv wird. Ne? Man muss ja bedenken, dass so ein riesen Grasschwad. Wie gesagt, ich weiß nicht, mit was von der Presse die kommen und wie viel Dampf die hat. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie wir hier unten gegenwenden. Wie gut das funktioniert. Ich halt erstmal noch einen Gang zurück hier. So, jetzt würde ich mal sagen, jetzt heben wir aus. Dann versuchen wir das mal, aber das ist natürlich jetzt hier so eine Sache. Also wendig ist der Zorn jetzt auch nicht unbedingt. Hier gleich hier hin, so. Gleich wieder hier gegenlenken. Und jetzt muss ich eigentlich auch schon wieder absenken hier. Ah, doch, das hat gar nicht so schlecht funktioniert eigentlich. Doch, das ging eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe den Dreh schon ein bisschen raus. Muss natürlich jetzt nachher gucken, wie es da vorne, wenn das V immer enger wird, wie wir das dann machen, dass das gut funktioniert und passt. Und wenn ich hier ein bisschen Chaos veranstalten, da vor allem, ich schwade ja nicht für mich, ich schwade ja für einen Lohner. Muss man sich auch überlegen, dass der nachher vernünftig fahren kann. Können wir sagen, wir machen eine Zeitraufaufnahme. Mal wieder. Viel Spaß damit. Bis gleich. Das erste Feld ist geglückt. Es ist nicht das Schönste. Ne? Ich habe schon ein bisschen eine Sauerei gemacht, vor allem an den Vorgewänden. Aber wenn man bedenkt, dass das jetzt das erste Mal war, ne, dass ich mit dem Schwad hier zum Einsatz hatte, denke ich mal, ist das doch ganz okay. Na, wenn der Lohner dann hier ein paar Dinge liegen lässt, dann ist das auch okay. Und dann muss er nicht jedes kleinste Eckchen abfahren, was ich hier so blöd geschwadet habe. Das erwarte ich gar nicht. Aber ja. Ich denke mal, ich werde besser werden im Laufe der Zeit, wenn ich den Schwad öfter nutze. Hoffe ich einfach mal. Wäre ein bisschen peinlich, wenn nicht. Ich glaube aber schon. So, und jetzt fahren wir noch weiter zu unserem nächsten Feld. Dann müssen wir von hier aus relativ gut hinkommen, indem wir durchs Dorf fahren. Und mir aufgefallen ist, dass er so ein bisschen schwänzelt hinten im Flapper bei 30 km/h schon. Also ne, ich glaube, so viel schneller sollte man den auch nicht fahren. Das ist ja, ne, zumindest bei uns in Deutschland wäre das ein zulassungsfreier Anhänger bis 25 km/h, nehme ich mal an, von der Zulassung her. Ne, da kriegt er keine Nummernschilder oder so. Und entsprechend, ja, nehme ich auch mal an, dass das Teil vermutlich nicht so viel schneller gefahren werden sollte. Gehe ich einfach mal davon aus. Jetzt versuchen wir mal, ob wir hier rauskommen und irgendwas umzufahren. Oh, jetzt wird es eng. Sorry. Ja, ich mache mich, glaube ich, nicht ganz so beliebt gleich hier, aber... Es war ganz schön breit, der Gerät. Ne? Das ist schon, hat schon ordentlich Breite, aber er hat natürlich richtig Arbeitsbreite. Also da geht richtig was. Ist schon cool. Ja, das war eng. Aber dann lass die Leute auch nicht ausweichen. Ne? Die fahren stur in der Mitte auf ihre Spur, egal was man macht. Ist mir immer wieder aufgefallen. Das ist kein französisches Problem. Das ist in Deutschland auch so. Keiner macht Platz oder Rücksicht für größere Maschinen auf der Straße. Aber hier auch wieder, ne? Anstatt dass nur mal ganz kurz runterbremsen würde. Aber ich habe fast das Gefühl, dass es hier teilweise schlimmer ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, vielleicht ist auch einfach eine Sache, die sich mit der Zeit ändert.
je mehr Leute von der Landungshof so weit entfernt sind. Und aber ich meine, es ist ja nicht nur Landungshof, ne? Es ist ja auch LKW und so. Und andere große Fahrzeuge, ich weiß nicht, damit was verfährt man sonst außer mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und LKW auf der Straße. Ich meine, ein Kran ist letzten Endes auch ein LKW, also von daher, ja, große Fahrzeuge auf der Straße sind halt einfach, Leute nehmen da nicht wirklich Rücksicht, Leute beachten das nicht wirklich so, wie es beachten sollten. Wenn so ein großes Fahrzeug rangiert, dann hält auch keiner Abstand und ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das ein Trend ist, der sich da entwickelt. Ob das schlechte Fahrschulen sind. Ob das Versagen der Eltern ist, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht ist auch einfach nur Einbildung, dass es schlimmer wird. Und es war früher schon genauso, dass Leute einfach auf der Straße egoistisch und rücksichtslos sind. Vielleicht ist das einfach so, dass Menschen generell dazu neigen, beim Autofahren, erst recht beim Autofahren, ihre egoistische und rücksichtslose Art zu zeigen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnte natürlich sein. So, jetzt fahren wir mal hier rein und dann machen wir genau dasselbe. Wir fahren einmal außen rum, würde ich sagen. Und dann machen wir so. Erstmal müssen wir jetzt hier wieder gucken, dass wir den hier so, jawohl. Ja, ja. So, wie gesagt, ich glaube, wir fahren jetzt hier auch einmal außen rum und dann haben wir hier die langen Bahnen in der Mitte durch. Da haben wir jetzt auch hier so ein paar Faust. Ne? Das ist auch eine relativ ungerade Wiese. Werden wir jetzt mal schauen, sehen. Hier sehe ich auch hier unter den Bäumen ist es tatsächlich irgendwie ein bisschen nässer, was komisch ist, weil die Bäume eigentlich noch genug Blätter haben, um das Ganze aufzufangen. Da kommt schon wieder ein Güterzug. Fast jedes Mal, wo ich hier war, kam mindestens ein Güterzug. Also hier ist wirklich reger Verkehr. Aber ich finde es ja gut. Ne? Ich finde es so schön, wenn noch Verkehr auf der Schiene ist, wenn nicht alles auf der Straße unterwegs ist. Ne? Es müsste viel mehr Güterzugverkehr unterwegs sein. Es müsste viel mehr Gütertransport auf der Schiene sein. Das ist absoluter Irrsinn. Wenn wir solche extreme Weitstrecken mittlerweile alle mit dem LKW transportieren, das ist so dermaßen ineffizient und sinnlos. Verstehe ich auch nicht. Ne? Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber man muss ja auch nicht alles verstehen. Man kann auch gar nicht alles verstehen. Man kann auch nie mal einen minimalen Teil von irgendwas verstehen. Man versteht eigentlich überhaupt gar nichts. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Ja, bevor ich jetzt hier anfange, in irgendwelche philosophischen Abgründe zu wechseln, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, sollen wir nochmal eine Zeitraffaufnahme starten? Ach nee, ich hab noch was, womit ich über euch reden wollte. Und zwar, was meine Maschinen angeht, die ja noch nicht hier sind. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen organisiert. Ja genau, nein, ich habe mich informiert und habe ein Transportunternehmen organisiert. Allerdings ist es so, dass das Transportunternehmen mir einen Kostenvoranschlag gegeben hat von ungefähr 1500 Euro pro Maschine hierher zu bringen. Ne, die haben gesagt, das könnte ein bisschen variieren, aber im Großen und Ganzen von den Abmessungen her, ne, die Spritze, der Schlepper und der Pflug und die Scheibenecke sind alle relativ ähnlich und braucht für alle einen großen Tieflader. Der Pflug ist sogar noch ein bisschen länger, der ist vielleicht eventuell sogar noch ein bisschen teurer, weil das sein kann, dass er da auf den Tieflader dann nichts anderes mehr dazu drauf kriegt. Die anderen drei Geräte könnten theoretisch noch mit einem anderen Fahrzeug auf den Tieflader drauf. Und ja, so teuer wird der Transport vermutlich werden, obwohl das ja nicht so wahnsinnig weit ist. Ne? Das sind in etwa 3 Stunden Autofahrt, mit dem LKW natürlich ein bisschen länger. Aber der hat gesagt, mit den Spritpreisen, die jetzt so dermaßen gestiegen sind in letzter Zeit und insgesamt ist halt alles so eine Sache. Und entsprechend kann er das einfach nicht so günstig machen. Und ja, solche spezifischen Inlandstransporte sind auch meistens so, dass er die nicht, dass er da nicht einen freien LKW hat, wo er mich damit draufpacken kann oder so, sondern dass er da halt speziell dorthin fahren muss, dann was aufladen, dann zu mir bringen und dann wieder eine Leerfahrt zurück machen oder so. Hat auch gesagt, na, ihr könnt natürlich gucken, ob ich bei einer anderen Spedition eventuell einen günstigeren Preis kriege. Eine, die tatsächlich dann keine Leerfahrten macht. Eine, die so groß ist, dass sie wirklich in den Gegenden, in denen ich bin, na, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie hier Aufträge hat. Weil das ist halt das Problem. Ich bin hier in einer etwas abgelegeneren Ecke und da, wo ich das andere Haus gekauft habe, bin ich auch in einer ziemlich abgelegenen Ecke. Dass halt das Problem letzten Endes tatsächlich besteht, dass das unwahrscheinlich ist, dass genau in diese Ecke eine Fuhre von einem großen Fahrzeug im Sinne von etwas, was auf einem großen breiten Tieflader drauf muss, stattfindet. So, war das jetzt ein Satz? Ich glaube, es war kein Satz. Ihr wisst aber trotzdem, was ich meine. Ich verzettel mich schon wieder. Jedenfalls, es ist teuer. Deswegen bin ich jetzt hier am Hin und Her überlegen und bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Spritze nicht erst hierher transportieren werde, sondern dass ich gucke, ob ich die eventuell vielleicht direkt wieder an den Händler zurückverkaufen kann, dort, von dem ich sie gekauft habe. Dann könnte der die gebraucht weiterverkaufen. Wäre wahrscheinlich für ihn auch kein schlechtes Geschäft, weil er die vermutlich für deutlich günstiger bei mir abkauft und dann irgendwie als, keine Ahnung, Vorführmaschine oder sowas verkaufen könnte oder so, ne, was wirklich nur eine Saison ein bisschen gearbeitet hat, so wahnsinnig viel ja nicht. Beziehungsweise als Jahresmaschine sozusagen.
und da wahrscheinlich einen ordentlichen Preis dafür kriegen kann. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass er die gerne wieder zurücknimmt. Und meine Sämaschine hat er ja auch gerne zurückgenommen. Und daher gab es überhaupt gar keine Probleme. Klar, ich habe einen Verlust gemacht, aber ja, war okay eigentlich. Und damit muss man halt rechnen, wenn man eine neue Maschine kauft und die dann innerhalb von kurzer Zeit wieder verkauft, dann macht man einfach Verlust, da kommt man nicht drum herum. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Überlegung, was ich mit dem Flug und der Scheibenecke und dem Fiat mache. Ob ich die alle auf einmal her transportieren lasse, das geht schon mal nicht. Es passt nicht alles drei auf den Tieflader drauf. Wenn ich mir einen Tieflader nehme, dann könnte ich höchstens zwei Dinge mitnehmen. Wobei, wie gesagt, der Flug wahrscheinlich nicht auf den Tieflader passt mit dem Fiat zusammen. Also vermute ich mal, dass wir eventuell wieder den Fiat und die Scheibenecke kommen lassen. Genau wie damals, wo wir das aus Deutschland herbringen lassen hatten. Das hat ja auch auf so einen ganz stinknormalen Tieflader drauf gepasst. Und halt so ein Tieflader, der die Normlänge hat, womit man noch fahren darf, ne, dass halt keine Überlänge ist und ne, dann ist ja wieder Spezialtransport, wo man anmelden muss. Ich weiß nicht, wie das hier in Frankreich ist, aber ich vermute mal ähnlich wie bei uns in Deutschland, ist ja alles innerhalb der EU. Jedenfalls auf so einen ganz normal langen Tieflader gehen die zwei Dinge auf jeden Fall miteinander drauf. Und das wäre natürlich dann eine Option, weil, ja, ich glaube, es wird tatsächlich sogar ein bisschen günstiger, wenn ich den Tieflader voll belege, als wenn ich jetzt nur den Fiat her transportieren würde. Weil er ja sagt, ne, dass er eben Leerfahrten hat und dass das einen großen Teil von seinen Kalkulationen ausmacht. Und entsprechend könnte ich mir vorstellen, wenn ich dafür sorge, dass er eben wenigstens zu mir hin voll beladen ist und nicht irgendwie gucken muss, dass er unterwegs noch was anderes auflädt oder so, dass das dann sich im Preis bemerkbar macht. Hoffe ich einfach zumindest mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Weil wir hier nicht wirklich ein Vorgewende haben. In dem Sinne werde ich hier tatsächlich die Gegenbahn gleich fahren. Weil wir haben ja hier nicht wirklich nicht viele Meter, wo ich erstmal Vorgewende fahren muss. Jedenfalls der Sinn der langen Rede ist, dass ich vermutlich den Fiat jetzt herkommen lasse. Also ich habe, wie gesagt, Kostenvorschlag habe ich muss eigentlich nur noch zusagen. Dann sollte ich natürlich idealerweise dort sein. Ich habe zwar gefragt, ob er theoretisch nur den Schlepper selber aufladen kann, ob er mich dafür braucht. Und er hat gesagt, nee, nicht zwingend. Müsste ich nicht zwingend da sein. Aber so wie er sich geäußert hat, habe ich verstanden, dass es ihm lieber wäre, wenn ich da wäre, vor allem für Anbaugeräte. Ich habe ja immer noch so meine Probleme mit dem Französisch. Na, das klappt es natürlich nicht innerhalb von ein paar Wochen, dass ich da total viel Sprachverständnis hinzubekomme. Aber es klappt auf jeden Fall schon besser, obwohl ich erst ein paar Tage hier bin. Ich denke mal, die Tatsache, dass ich mich mehr drauf einlasse, ist definitiv mit ein Grund. Ich hatte mich einfach an meinem anderen Wohnort nicht richtig drauf eingelassen. Ich habe zu viel versucht, mich über Englisch zu verständigen und das ist halt einfach ein großer Fehler gewesen. Und so lernt man dann halt auch nichts dazu. Und ich habe jetzt seitdem ich hier bin, eigentlich so gut wie gar kein Englisch mehr versucht. Habe immer auf Französisch versucht, auch auf sehr gebrochenem, aber trotzdem haben die Leute mir dann viel erklärt und auch gerne tatsächlich zweimal oder dreimal erklärt oder Dinge in andere Worte gefasst, bis ich sie verstanden habe. Und da war eigentlich eine ziemlich angenehme Erfahrung bislang. Von daher, ja, habe ich jetzt doch deutlich mehr verstanden, als ich bisher so verstanden habe. Wenn es nur daran liegt, eben, dass Leute mir die Sachen dann mehrfach erklären oder mit anderen Worten erklären. Und das ist natürlich, ich fühle mich schon ziemlich wohl hier innerhalb der kurzen Zeit in der Gegend hier. Und das hat aber vielleicht gar nicht so viel mit der Gegend zu tun, sondern mit meiner eigenen Einstellung. Das bin ich selber schuld dran, dass das drüben nicht so war und dass ich mich jetzt hier anders drauf einlasse. Ich weiß nicht, ich hab noch nicht so ganz damit abgeschlossen gehabt, dass ich aus Bayern weg musste. Und ja, jetzt in Frankreich gelandet bin, fand das zwar toll, dass ich da so relativ günstig das Haus kaufen konnte und dass auch ein Feld dabei war und hatte die Zukunft eigentlich, der Zukunft relativ positiv entgegengeblickt, aber so ganz verdaut habe ich das trotzdem noch nicht, dass ich jetzt sozusagen mehr oder weniger freiwillig in Frankreich gelandet bin und habe mich dann auch nicht so ganz so sehr darauf eingelassen. Das ist jetzt hier irgendwie ganz anders. Ne? Es fühlt sich anders an. Und das ist halt tatsächlich letzten Endes immer so eine Sache. Ne? Man ist seines eigenes Glückes Schmied oder irgendwie sowas. Worte, Sprichworte. Jeder ist seines Glückes Schmied, so. Wie macht man das jetzt in Mannes seines Glückes Schmied? Ja, doch, so ist, glaube ich, grammatikalisch korrekt. Und man ist seines immer eigens, ne, ich hatte ja vorhin das Wort eigens reingepackt. Ne, man ist seines eigens Glückes Schmied? Ne, das geht nicht. Ich kann natürlich sagen, man ist Schmied des eigenen Glücks, aber das ist ja nicht so Sprichwort-like. Man ist seines eigens. Man ist seines eigens Glückes Schmied. Müsste grammatikalisch eigentlich? Boah. Ist das grammatikalisch? Kann man eigens in dem Fall so grammatikalisch verwenden? Man ist seines eigenes Glückes Schmied, könnte man vielleicht auch sagen, aber
Kann man eigens, ne? Das sind ja so Dinge, die man heutzutage gar nicht mehr verwendet. Es gibt ja von viele grammatikalische Formen, beziehungsweise von vielen Worten gibt es ja grammatikalische Formen, die zwar korrekt sind, die aber im Sprachgebrauch eigentlich gar nicht mehr verwendet werden. Das könnte so eine sein. Es könnte aber natürlich auch eine komplette Fantasie in meinem Kopf sein und überhaupt nicht passen. Ich weiß es nicht. Das wäre durchaus möglich. Jedenfalls, ich bin schon wieder von einem ins andere abgeschweift. Aber ich bin da so. Wenn ich irgendwie so auf eine grammatikalische Eigenart stoße, dann möchte ich die eigentlich rausfinden. Und ich weiß, das merkt man mir vielleicht jetzt nicht unbedingt an, weil mein Satzbau, wenn ich so hier vor mich hinquassel, ist manchmal mehr als schlecht, mehr als grauenhaft und manchmal wirklich auch fehlerhaft, weil ich anfange, Dinge zu sagen und dann so mittendrin vergesse, wie ich den Satz angefangen habe und nicht mehr so recht weiß, wo ich eigentlich hin wollte mit der ganzen Sache. Von daher, ja, könnte man jetzt vielleicht den Eindruck gewinnen, dass ich nicht unbedingt sehr viel Wert auf Grammatik lege, aber eigentlich finde ich Grammatik sehr spannend und sehr interessant. Ich verstehe Grammatik zwar nicht mehr von den Regeln her, ich habe noch nie nach Regeln gelebt, was Grammatik und Rechtschreibung angeht. Auch in der Schule, ich konnte das nicht. Ich habe da nie was gelernt, weil ich mir die einfach nicht merken konnte. Ich bin immer nach Gefühl gegangen, grundsätzlich. Und ich bin mit meinem Gefühl gar nicht so schlecht gefahren. Ich hatte eigentlich in Deutsch eigentlich immer sehr gute Noten, ohne dass ich irgendwelche Grammatikregeln gekannt habe. Schwierig war es dann halt, wenn man einen Grammatiktest gemacht hat. Da hatte ich dann immer schlechte Noten, wo man dann auch schön den Satz aufteilen musste, in Subjekt und Prädikat und Objekt. Und ja, ich habe natürlich keine Ahnung, was ist und wie man was voneinander auseinanderhält. Und ja, das war immer dann das, wo mir die Deutschnote ein bisschen runtergezogen hat. Weil rein nach Gefühl habe ich zwar eine Sätze grammatikalisch korrekt machen können. Einzige Problem war immer so ein bisschen die Kommasetzung. Habe ich immer so ein bisschen zu viel oder zu wenig gemacht. Von daher, wenn es um Kommasetzung ging in irgendeinen Tests, da war ich auch immer so ein bisschen da. Da gab es dann auch mal ein paar Minuspunkte. Aber ansonsten, Rechtschreibung, Satzbau und Grammatik hatte ich eigentlich nie ein Problem, aber es war halt alles rein nach Gefühl. Ich habe die deutsche Sprache halt rein vom Gefühl her. Und das ist, da kommen wir wieder auf ein ganz anderes Thema. Ne? Das ist so ein Punkt. Sprache und Gefühl. Ne? Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen, unglaublich viel gelesen. Und war nicht hier Foren gelesen, Discord gelesen, Instagram gelesen, sondern ich habe Bücher gelesen. Ich habe unglaublich viele Bücher gelesen. Wir hatten ja im Grunde nie einen Fernseher daheim und ich habe auch nicht, wir hatten lange Zeit keinen Computer und dann hat mein Computer aber nicht mit Internetanschluss eine Zeit lang. Das heißt, ich bin im Grunde, obwohl ich ja Baujahr 93 bin, nicht mit den modernen Medien aufgewachsen sozusagen. Ne? Ich meine, Internet und Computer waren ja dann Ende der 90er Jahre schon etwas, was in vielen Haushalten tatsächlich vorhanden war. Fernsehen sowieso und Spielekonsolen und so waren ja dann, ich weiß nicht, wann und wie die so weit verbreitet waren in Deutschland, weil ich da, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich habe davon nichts mitbekommen. Das war überhaupt nicht meine Welt. Und es hat mir definitiv gut getan. Es hat mir nicht geschadet, es hat mir gut getan, weil ich meine Zeit als Kind anders verbracht habe. Ich habe viel gespielt, ich war sehr viel draußen, habe viel, war viel mit dem Fahrrad unterwegs, war viel mit dem Drehtraktor unterwegs, war aber auch viel mit im Garten unterwegs und habe da im Garten gespielt, habe irgendwelche Sachen gebastelt oder gebaut und habe natürlich auch sehr viel gelesen. Ne? Und ich denke mal, dass ein Teil von meinem Sprachverständnis im Sinne von Sprachgefühl einfach daher kommt, weil ich viel gelesen habe. Und wenn man liest, dann nimmt man das ja automatisch auf. Man nimmt automatisch auf, wie die Sätze klingen, wie die Sätze gemacht sind. Man lernt das quasi. Und genauso wie ein Kind ja auch das Sprechen und die Sprache lernt, indem es imitiert. Ne? Es ist ja, niemand sagt dem Kind ja, wie es sprechen muss und niemand sagt dem Kind grammatikalische Regeln und dennoch können die allermeisten Leute halbwegs vernünftig grammatikalische Sätze machen in einer Sprache, die sie gelernt haben, weil man das einfach, ne, man lernt das nebenbei letzten Endes. Und ich denke mal, ne, viel Lesen ist da sehr positiv und ich habe das Gefühl, dass das eine schlechte Entwicklung ist im Moment, weshalb ich persönlich auch der Meinung bin, dass Rechtschreibung im Internet wichtig ist. Es gibt ganz viele Leute, leider immer wieder auch die Diskussion, dann die sagen, ach, das ist das Internet, da ist Rechtschreibung egal. Und ach, ich habe schon in der Schule Rechtschreibung müssen, jetzt habe ich keinen Bock hier auf meinem Instagram oder Facebook-Post auch noch drauf zu achten. Und ich gehe jetzt nicht umher und kritisiere Leute wegen ihrer Rechtschreibung, weil das muss letzten Endes jeder selber machen und Leute, die das machen, kann auch keiner leiden. Was wollte ich, genau, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht her und mache ständig Leute auf ihre Fehler aufmerksam, ich finde, es ist wichtig, dass man überall, egal wo man ist, auf die Rechtschreibung achtet, weil man sich dann ansonsten selber
das Ganze einfach verdirbt. Ne? Ich gehe einfach mal davon aus, man kann das erstmal genauso wie man es lernen kann, kann man es auch unlernen. Ne? Wenn man quasi theoretisch Rechtschreibung und Satzbau, wenn man das alles wirklich grammatikalisch, wenn man da gut ist, wenn man aber dann ganz viel nicht darauf achtet, nicht im geringsten darauf achtet und das irgendeine Sauklaue zusammenschreibt im Internet oder auf WhatsApp oder ist ja auch Internet, ist ja heutzutage alles Internet. Es geht ja auch nicht ums Internet, es geht darum, dass Leute am Rechner sitzen oder dass Leute am Handy sitzen und viele Sachen schreiben und lesen und vor allem schreiben, weil es geht ja in erster Linie geht es jetzt um Schreiben. Dass Leute Sachen schreiben, wo sie einfach sagen, nee, ich habe da keinen Bock, das ist kein Text, der wichtig ist und entsprechend habe ich keinen Bock, mich darauf zu konzentrieren, dass ich da irgendwas richtig schreibe. Das Problem ist aber, dass man sich da halt ganz schnell Dinge angewöhnt, dass man ganz schnell anfängt, Dinge falsch zu schreiben. Das habe ja auch niemand gegen korrigiert und was aber viel schlimmer ist, dass das ja andere Leute auch lesen. Und man aber ja auch selber von anderen Leuten die Dinge liest und Leuten, die genauso wenig auf Rechtschreibung und so geachtet haben. Das bedeutet, dass die Dinge... Und das ist mir halt, bei mir ist das mir ganz stark aufgefallen, vielleicht ist ja nur bei mir so, vielleicht geht es euch aber auch so. Es ist wirklich so, 85-95% aller Dinge, die ich lese, mittlerweile, heutzutage, sind Discord, Instagram, Facebook, solche Dinge. Ab und zu mal noch ein Forum. Ich habe schon ewig lang kein Buch mehr gelesen, ich lese wirklich selten irgendwie richtige... keine Ahnung, wissenschaftliche Abhandlungen in sehr einfacher Form oder irgendwie solche Dinge, wenn mich irgendwas interessiert, klar gehe ich auch mal hin und lese den richtigen Text und nicht einfach nur irgendwas, was irgendwer mal so eben zwischen Tür und Angel verfasst hat. Aber Tatsache ist, den allermeisten textbasierten Content, den ich jeden Tag zu mir nehme, ist letzten Endes Instagram, WhatsApp und Discord und Facebook. Und da ist halt nun mal so, dass die allermeisten Leute, die auf diesen Seiten sind, sich für Rechtschreibung relativ wenig interessieren. Und das bedeutet, dass der allermeiste Content, den ich jeden Tag zu mir nehme, rechtschreibtechnisch und grammatikalisch inkorrekt ist. Und das bedeutet, dass ich das eben dann ganz falsch lerne und auch verlerne. Und ich denke mal, ne, zum einen ist das Verlernen ein Problem, zum anderen ist aber natürlich auch für die Jugend und für die Kinder heutzutage ein Problem. Vor allem die Kinder. Heutzutage sind Kinder schon so früh in den sozialen Medien unterwegs, und lernen so früh zu schreiben, ohne sich dafür zu interessieren. Und ach, das ist, kommen wir dann ins Schulsystem, wo wir auch wieder ein ganz anderes Ding ist. Na, im Schulsystem, ich habe die Krise gekriegt, wie das mittlerweile ist. Ne? Es gibt ja mittlerweile in manchen Bundesländern dürfen Kinder so schreiben, wie sie wollen in den ersten 3-4 Klassen oder so. Da wird überhaupt nicht korrigiert. Da heißt es einfach, ja, schreibt so, wie ihr es sagt und Rechtschreibung lernt ihr später oder sowas. Und ach, oh, das ist ein Kraus, das ist ein Kraus. Ach ja, ne, ich weiß nicht, ist nicht meins. Aber ja, Ich weiß gar nicht, von Sprachen sind wir hergekommen. Von Sprachen sind wir hergekommen und sind wo ganz woanders gelandet. Fakt ist, Tatsache ist, dass ich der Meinung bin, dass es schlecht ist, wenn wir uns mit so viel Text umgeben, der grammatikalisch und rechtschreibungstechnisch inkorrekt ist. Und dass es unsere Fähigkeiten zu kommunizieren beeinträchtigt. Dass es wirklich Folgen für uns hat. Ne? Das haben wir schon immer so, und als das Ganze mit den SMS aufkam und mit den Kurznachrichten und wo wirklich halt eine Abkürzung verwendet, da haben ja schon Leute gesagt, oh, das macht unsere Sprache kaputt und so. Ich glaube nicht. Ne? Weil das ist im Vergleich zu dem, wie man Sprache sonst benutzt hat, war das ein kleiner Teil. Aber jetzt mittlerweile, wo wir an einem Punkt sind, wo ne, es geht nicht mehr um SMS, es geht nicht mehr um Kurznachrichten, es geht eben darum, dass wir wirklich die größten Menge an schriftlicher Kommunikation für ganz viele Leute eben jene ist, die Leute zwischen Tür und Angel in einem Chat irgendwo machen. Es ist nichts Beständiges mehr. Facebook-Posts, Instagram-Posts, es ist nichts Beständiges mehr. Es ist nichts mehr, wo Korrektur gelesen wird, wo Leute selber gucken, okay, was habe ich da geschrieben? Macht keiner. Ne? Macht überhaupt keine. Jeder, man schreibt einfach nur was hin und sendet es ab. Man liest nicht nochmal, was man da geschrieben hat. Das ist alles, es ist kurzweilig, ne? Und nicht kurzweilig. Es ist nicht beständig. Ne? Es sind nicht Texte, die im Internet stehen bleiben sollen. Es ist alles vergänglich. Man schreibt was, ein paar Leute lesen es, es wird ein paar Leuten angezeigt, dann gerät es in Vergessenheit, es ist irgendwelche Timeline oder so oder verschwindet sogar komplett. Es ist alles nicht mehr relevant. Und entsprechend wird das Ganze dann auch geschrieben. Aber wenn das halt das ist, was wir in erster Linie schriftlich konsumieren, dann ist das halt so ein bisschen problematisch in meinen Augen tatsächlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... So, dann den hier. Nein. Doch. Okay. Aber lange Rede,
halt, da fahren wir lieber nicht raus, wir fahren drüben raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Sprache ist was Interessantes, aber man muss sich damit umgeben und dann kann man sie lernen. Das bedeutet aber halt auch, wenn man sich mit der Falschsprache umgibt, beziehungsweise mit fehlerhafter Sprache, dass man die Sprache dann fehlerhaft lernt. Man könnte jetzt natürlich fragen oder argumentieren, ob Rechtschreibung wirklich wichtig ist, ob das wirklich etwas gut ist, was wir uns in der heutigen Zeit bewahren müssen, ob korrekt schreiben wirklich etwas ist, was uns in der heutigen und in der zukünftigen Zeit nützlich sein wird, ob es wirklich was sein könnte oder was ist, was jemand beruflich zurückhält zum Beispiel. Das sind Argumente oder Dinge, die man natürlich auch noch sich fragen kann und eine Unterhaltung, die man auch noch führen kann. Und das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ich denke wirklich, dass eine gewisse Rechtschreibung und dass die Fähigkeit, korrekt zu schreiben, nicht mehr ganz so wichtig ist mittlerweile, weil es einfach so viele andere Medien gibt. Aber es ist doch so, dass es einfach wichtig ist. Es gibt, Rechtschreibung ist nicht umsonst irgendwann mal zusammengefasst worden und irgendwann mal standardisiert worden. Es gibt nicht umsonst Regeln und Grammatik und so weiter, die einfach vorschreiben, wie etwas funktioniert in unserer Sprache, die einfach einen gewissen Standard setzen. Das vereinfacht einfach die Verständigung. Das macht es leichter. Und es ist halt wirklich so, dass ein Text, der keine Punkte, keine Kommas und lauter Rechtschreibfehler hat, ist schwerer zu lesen als ein Text, der korrekt geschrieben ist. Er ist wirklich aufwendiger zu lesen. Es ist zeitaufwendiger. Es verlangt mehr dem Gehirn ab, man muss mehr drüber nachdenken, man muss vor allem mehr über den Satzbau nachdenken, mehr über den Sinn des Ganzen nachdenken und weniger über den Inhalt. Das heißt, es nimmt letzten Endes einem von dem Inhalt weg, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Das heißt, ein Text, der gut verfasst ist, der gut geschrieben ist, der ist halt nun mal wirklich leichter verdaulich. Man kann die Dinge besser aufnehmen, man kann ihn leichter lesen und zu gut geschrieben gehört halt nicht nur, dass er die Worte sinnvoll nutzt, dass er abwechslungsreich ist, dass er kurzweilig geschrieben ist. Das ist nicht nur solche Techniken, sondern es ist halt tatsächlich auch Rechtschreibung, die dafür sorgt letzten Endes, ob so ein Text gut zu verstehen ist oder nicht. Und entsprechend denke ich schon, dass es eigentlich wichtig ist, dass wir uns zumindest so grob an der Rechtschreibung halten. Aber man muss jetzt nicht immer, man muss jetzt nicht jeden Text fünfmal Korrektur lesen, jede Chatnachricht, bevor man sie abschickt oder so. Ich mache auch eine Rechtschreibfehler. Ich mache auch bewusste Rechtschreibfehler. Also, dass ich quasi in dem Moment, in dem ich abschicke, gesehen habe, oh, da ist ein Schreibfehler drin und dann korrigiert das nicht immer nochmal nach oder so. Obwohl ich, wie gesagt, persönlich sehr viel Wert drauf lege. Also, ich versuche schon, egal wo ich unterwegs bin, egal wo ich schreibe, ich versuche Rechtschreibung korrekt zu machen. Ich gebe mir tatsächlich Mühe. Es ist nicht so, dass mir nicht Fehler passieren, wie jede Person natürlich auch Fehler passieren, aber ich versuche es zumindest. Ich gebe mir Mühe. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die sagen, ich will mir keine Mühe geben, ich will mir nicht überlegen, wie ich ein Wort schreibe oder so. Es ist mir vollkommen egal, es ist nur im Internet. Und das, denke ich halt, ist eine sehr, sehr, sehr fatale Ansichtsweise, weil nur im Internet ist halt heutzutage nicht mehr nur im Internet, sondern ist heutzutage 90% dessen, was wir konsumieren. Und ich kriege immer wieder die Krise, wenn ich irgendwelche Nachrichtenartikel lese von irgendwelchen Nachrichtenseiten, große Seiten, ein Bild und sonst irgendwas und die Artikel einfach voller Rechtschreibfehler sind. Ich muss jedes Mal, ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll tatsächlich. Ganz so extrem ist nicht so sehr, zu Herzen nehme ich es mir auch nicht, aber ich finde es immer sehr amüsant. Wenn da dann offensichtliche Rechtschreibfehler drin sind oder grammatikalisch das komplett Sätze überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wo ich mir denke, da hat halt auch niemand Korrektur gelesen, da hat jemand das zusammengetippt, hat eventuell sogar Copy-Paste von ein paar Dingen gemacht, die dann nicht zusammenpassen und zack auf Veröffentlichen gedrückt. Da hat die Person, die das veröffentlicht hat, nicht nochmal nachgeschaut. Und ich meine, es gibt heutzutage so viele Rechtschreibprüfprogramme und sonst irgendwas. Das sollte eigentlich nicht mehr passieren. Nicht bei einem öffentlichen Artikel, aber das ist halt, wie weit das fortgeschritten ist. Nicht mehr für einen öffentlichen Artikel in einer großen, das ist wirklich, es geht um Seiten wie Bild und so, nicht irgendwelche kleinen Nachrichtenseiten oder sowas. Eine öffentliche, große, offizielle Artikel, selbst Überschriften in Nachrichten bei Bild und Co. Mit Rechtschreibfehlern, wo einfach überhaupt keiner sich mehr, und ich denke mal, das ist tatsächlich ein bisschen ein Nebenprodukt davon, dass nur im Internet sich einfach ganz viele Leute überhaupt nicht mehr im geringsten für Rechtschreibung interessieren und sich sagen, ach, das ist doch nur im Internet, das ist doch egal. Und das ist dann das Nebenprodukt. Und das Problem ist halt, dass das irgendwann dann ins reale Leben überschwappt. Dann gibt es Bewerbungen, die von Rechtschreibfehlern nur so strotzen. Dann gibt es Geschäftsbücher, die von Rechtschreibfehlern nur so strotzen. Dann gibt es Rechnungen, die von Rechtschreibfehlern nur so strotzen. Ich meine, es ist ja alles in gewisser Weise, schriftliche Kommunikation ist allgegenwärtig, überall. Und wenn es in der Kommunikation, in der wir die meiste Zeit verbringen, so viele Leute unterwegs sind, die überhaupt gar keine Verwendung mehr für Rechtschreibung haben, dann ist das natürlich im restlichen Leben auch so. Ne? Und auch an den Stellen, an denen es wichtig ist, macht das dann umso schwieriger. Und das macht es halt auch für junge Leute umso schwieriger, eine korrekte Rechtschreibung sich anzueignen, wenn der größte Teil des Contents, des schriftlichen Contents, den sie konsumieren, Schreibfehler hat. Das ist
Ich finde, das ist ein großes Problem. So, ja, ich weiß gar nicht, wir sind schon komplett abgeschweift. Sowas von abgeschweift. Hat aber Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, ich wusste heute tatsächlich nicht so ganz, wo ich hin wollte mit all dem, aber jetzt haben wir immerhin einen Weg gefunden, auch wenn es nicht der war, den ich eigentlich machen wollte. Was wir in der nächsten Folge machen, kleine Teaser, wir werden diese kleine Ballenpresse anhängen und werden mal das Stroh einfach pressen. Ne? Das trocknet ja ein bisschen raus und das ist vielleicht nicht mehr das beste Stroh, aber zum Einstreuen reicht's. Und ihr habt mir das in den Kommentaren bestätigt, dass das gar kein Thema ist, dass man Stroh auch länger liegen lassen kann und es mehr reinregnet, dass ihr das auch schon gemacht habt, ne, wenn man es eh nur zum Einstreuen verwenden will. Solange es nicht schimmelt, kann man das durchaus wieder verpressen und genau das werden wir machen. Und ja, dann müssen wir mal gucken, die kleinen Ballen. Ich habe ja nicht wirklich jemanden, der mir beim Stapeln hilft oder so. Ich habe gedacht, ich schnappe mir einfach eine Gabel und schmeiße die hier in diesen großen Kipper rein. Das ist ein schöner Kipper, eine schöne Wanne, die nicht so hoch ist. Ich glaube, nur mit einer Gabel kriege ich HD-Ballen tatsächlich da klar hochgeworfen. Und dann machen wir den Kipper voll und kippen den irgendwo hin. Idealerweise in einen von diesen Bereichen hier, wo wir Platz haben. Und schmeißen die einfach auf den Haufen und ich weiß nicht, ob ich hier dann irgendwann meinen Ruhestapel habe. Eigentlich ist es nicht nötig. Wir haben hier so viel Platz, ne? Wir haben hier so viel Scheunen und Gedönse. Wir müssen die nicht irgendwo reinstapeln oder irgendwo hochladen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drüben haben wir nicht wirklich. Ne? So ein ganz klein bisschen Dachboden. So viel nutzbaren Dachboden haben wir hier nicht mehr. Ne? Hier über dem Hühnerstall ist so ein bisschen. Ich glaube, hier um die Ecke ist auch noch so. Ah ne, hier ist auch nichts. Da ist noch so ein bisschen über der Garage. Aber wir haben nicht wirklich viel nutzbaren Dachboden hier bei uns. Im Sinne von Dachboden, wo man Futter lagern kann. Aber das brauchen wir auch nicht, weil wie gesagt, wir haben so viele Unterstellmöglichkeiten, so viele Scheunen, die fast leer sind, dass es gar kein Thema ist. Wir können irgendwo einfach einen Haufen mit Strohballen machen und ja, kleine HD-Ballen zum Einstreuen ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Können wir das hier schön weit reinschmeißen. Wobei ich mir immer schon überlegt habe, ob man nicht einen Ballenauflöser mit Gebläse uns besorgen könnten, um hier an die Gatter dran zu kommen, dass ich das nicht immer von Hand machen muss. Würde auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit ersparen. Generell muss ich mir noch so ein bisschen gucken, was hier auf diesem Hof dann eventuell noch umgebaut werden muss, was noch verbessert organisiert werden kann. Da so weit sind wir ja noch bei weitem nicht. Ne? Da kommen wir erst noch dazu. Was ich schon gesehen habe, ist, dass wir ein sehr kleines Güllefass haben. Da brauchen wir wahrscheinlich definitiv andere Technik. Ich weiß auch nicht, inwieweit das in Frankreich noch erlaubt ist mit so einer Technik. In Deutschland könnte man mit sowas schon lange nicht mehr fahren. Wir haben ja hier nur so einen Prallteller hinten dran. Ich vermute mal, dass in Frankreich noch erlaubt ist, aber die Frage ist natürlich immer, wie lang. Wie gesagt, wir sind in der EU. Die Dinge kommen so oder so wahrscheinlich früher oder später, wobei man schon sagen muss, dass Deutschland, was solche Regeln angeht und solche Gesetze angeht, immer noch mal eins draufsetzen. Wenn die EU das eine sagt, dann sagt Deutschland so, wir machen das, aber das und das und das auch noch. Oder wenn die EU ein Gesetz vorschlägt, ist es so, dass Deutschland das ganz unverändert annimmt, während viele andere Länder oftmals sagen, okay, aber nee, wir ändern das und das ab und wir machen das und das noch weg. Also muss das nicht zwingend so sein, dass das auch in dem anderen EU-Land auch so ist oder auch so kommt. Aber generell geht es ja schon leider alles ein bisschen in die Richtung. So, ich denke mal, ich habe genug gequasselt in alle Richtungen überhaupt und sowieso. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.